Hi Leute, jetzt kommen 20 Fakten über Japan. Fakt Nummer 1. Mit 6852 Inseln ist das Land der aufgehenden Sonne der viertgrößte Inselstaat der Welt. Die Nummer 2. Die Landschaft besteht zu 70% aus Bergen. Fakt Nummer 3. Rund 5,5 Millionen Automaten versorgen Japaner mit Getränken und Snacks. Neben Zigaretten und Süßigkeiten erhält man auch Spielzeug, warme Nudeln, Eier und bis ins Jahr 2002 wurden sogar halluzinogene Pilze in Automaten angeboten. Mittlerweile sind die jedoch illegal. Schade. Die Nummer 4. Es gibt mehr Haustiere als Kinder. Nummer 5. Achtung, jetzt wird's knuffig. Wer kein Haustier hat, kann in Katzencafés eine Cola trinken und dabei Miezen streicheln. Fakt Nummer 6. Japaner verbrauchen rund 24 Milliarden Essstäbchen jedes Jahr. Fakt Nummer 7. 90% aller Smartphones in Japan sind wasserdicht, da die Japaner ihre Handys mit unter die Dusche nehmen. Fakt Nummer 8. Nasenschneuzen in der Öffentlichkeit ist unhöflich. Fakt Nummer 9. Das Monster Godzilla ist bereits 62 Jahre alt und schon in über 30 Filmen aufgetreten. Fakt Nummer 10. Im Jahre 1997 mussten knapp 700 Kinder nach einer Fernsehfolge des beliebten Pokémon ins Krankenhaus. Fakt Nummer 11. Japan wird 1500 Mal pro Jahr von Erdbeben erschüttert. Fakt Nummer 12. Früher durften sich japanische Männer von ihren Frauen scheiden lassen, wenn sie Linkshänderinnen waren. Nummer 13. Bis zum Jahr 2015 war es illegal, nachts auf den Straßen zu tanzen. Warum es jetzt plötzlich erlaubt ist, bleibt unbeantwortet. Die Nummer 14. Japanische Bauern züchten eckige Wassermelonen, damit sie sich besser stapeln lassen. Die Nummer 15. Die Wahrscheinlichkeit, in Japan erschossen zu werden, ist genauso gering wie ein tödlicher Blitzschlag in Amerika. Fakt Nummer 16. Der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen verkehrt dermaßen pünktlich, dass seine jährliche Verspätung bei nur 36 Sekunden liegt. Fakt Nummer 17. 50.000 Japaner sind älter als 100 Jahre. Fakt Nummer 18. Es gibt 20 verschiedene Ausdrucksweisen für Entschuldigungen. Fakt Nummer 19. Die Japaner haben ein eigenes Wort erfunden für den Tod durch Überarbeiten. Es lautet Karoshi. Der letzte Fakt in diesem Video, die Nummer 20, in Japan gibt es Eiscreme mit Aalgeschmack. Naja, wenn es schmeckt, dann Mahlzeit. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ein Abo und vor allem aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Dankeschön Leute und ciao.